Wir machen jetzt was anderes und zwar möchte ich dich mal in verschiedenen Situationen erleben, weil du bist ja wandelbar, weißt du? Unfassbar. Ja, du bist mein Lars Eidinger eigentlich. Und deswegen möchte ich mit dir was spielen und das nennt sich ein Tisch für zwei und es geht so. So, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich erkläre das nochmal ganz kurz, was hier eigentlich los ist. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Danke. Super süß. Danke. So, wir werden jetzt gleich hier hinter uns, ohne dass der andere das sieht, eine Rolle bekommen und eine Situation. Und wir müssen dann die Situation in der Rolle praktisch dem anderen aufnötigen. Mhm. Und die einzige Aufgabe des Gegenübers ist, einigermaßen normal zu bleiben. Ja? Es ist dann so, derjenige, der gerade nicht dran ist, muss halt normal sein und irgendwie so weiter essen, als wäre nichts. Mhm. Ja? Es ist aber was. Aber wir tun so, als wäre nichts. Ne? Das ist das Spiel. Zu gewinnen gibt es nichts. Mhm. Cool. Ja? Cooles Spiel. Aber es gibt was zu essen, das ist auch neu bei unseren Produktionen. Was ist das? Ja. Das ist schon Teil des Spiels. Reis mit Scheiß. What? Schön, dass wir mal zusammen essen. Vor allem so was Leckeres. Immer wirklich wenig Zeit zusammen. Du musst immer Promo. Immer den Film bewerben und dann musst du immer, bist du schon wieder weg. Und dann endlos. Bist du in Amerika manchmal. Mhm. Man weiß gar nicht, wo du so dich immer rumtreibst. Was ist? Alles okay? Hast du einen Schlaganfall oder was? Was denn? Lange Haare, lange Busen? Ach so, lange Busen, ja. Geht das in die Richtung, Oma, darf ich mit deinen Brüsten spielen? Ja, aber lauf nicht so weit weg. Also, ach, es ist ein Spiel, wollen wir spielen. Ich bin eine Oma, das ist das Spiel. Ich bin eine Oma. Ich habe ein Baby. Ich habe eine Baby-Oma. Was? Ich habe lange Haare. Was? Meine Oma. Meine Oma. Welche? Ich hatte zwei. Oma Schatzi oder Oma Erika? Wisst? Meine Oma fährt im Hühnerstein Auto? Nein. Du fährst im Auto. Du hast meine Oma überfahren. Wie bitte? Sorry. Du hast meine Oma überfahren. Ja, aber nur eine davon. Du findest das angemessen, mir das praktisch in so einer Art Charade. Ich hatte keine Worte dafür. Weil es sich so sprachlos gemacht hat, wolltest du es mir in so einer geckigen Art sagen, dass du meine Oma überfahren hast. Das ist richtig. Meine Oma ist 90 Jahre alt geworden. Die hat anderthalb Weltkriege überlebt. Sehr gut. Das war hart. Jetzt bin ich dran. Ja, krass. Ich finde es wahnsinnig toll, dass wir endlich mal zusammen essen gehen, weil immer nur Sendung, Show, immer Witze, Spiel. Ich finde eine super Idee. Mhm. Magst du auch einen Schluck Wein? Na, das darf ich nicht. Ich darf keinen Wein. Immer wenn ich Wein trinke, dann geht alles so schief immer. Ich habe immer super viel Wein getrunken, aber ey, ich habe jetzt eine sehr gute Idee. Ja? Ich wollte auswandern in ein anderes Land, ganz weit weg. Mhm. Und zwar nach Holland. Und dann habe ich eine Idee, weil man braucht immer, wenn man in ein anderes Land geht, braucht man immer Geld. Wenn du kein Geld hast, dann geht es nicht. Dann brauchst du nicht auswandern. Nee, dann muss man wieder nach Hause fahren. Und ich habe eine sehr gute Idee. Ich gehe nach Holland, ich mache ein Geschäft und ich verkaufe Käse. Das gibt es in Holland kaum. Doch, es gibt überall Käse. Ah, ja, die Leute sind praktisch an das Produkt gewöhnt. Und deswegen dachte ich mir, ich verkaufe Käse, sehr viel unterschiedlichen Käse. Also zum Beispiel Leerdammer oder Maastrichter oder auch Stinkerkäse. Allen Käse auf der ganzen Welt. Sprechkäse. Allen Käse, den es gibt auf der ganzen Welt, werde ich verkaufen, weil die Leute, die sind so gewohnt, Käse zu kaufen, weil die das den ganzen Tag machen in Holland. Und deswegen werden die gar nicht merken, dass sie auf einmal bei mir im Laden sind und ich werde super reich.
Eine fünfte Idee. Eine super Idee. Na gut. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich habe mich hier einfach mal dazugesetzt. Du hast dich hier dazugesetzt? Weil ich so den Eindruck hatte, du bist ja den einen Schauspieler, ne? Du bist den einen Schauspieler. Sag doch, du bist doch den einen Schauspieler. Ja. Und den gucke ich gerne. Ja. Na, du bist vorbei. Ich kann das nicht so gut, weißt du, jetzt haben die mir alles abtrainiert am Burgtheater. Seinerzeit. Die haben gesagt, ich bin zu albern. Die haben gesagt, ich soll besser spielen. Hey! Kennst du James Franco? Ja, das ist der Typ, der in dieser Feldspalte gegangen hat, ne? Dem Film, krasser Film. Was ist da nochmal passiert in dem Film? Ja, der hängt in so einer Feldspalte. Warum? Und da hängt er da fest. Was ist da passiert nochmal? Er hat, keine Ahnung, hat seinen Fuß da reingekriegt, weiß ich nicht. Ah, und was hat er dann nochmal gemacht? Und der hat auch so Pimmelbilder verschickt bei Instagram. Ja, aber was hat er dann nochmal gemacht? Was war das dann nochmal? Wie hat er sich befreit? Boah, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hat sich da rausgewunden, nehme ich mal an. Weiß ich nicht, oder hat er sich was... Der hat das, glaube ich... Hat sich was abgeschnitten? Der hat das sich, glaube ich, abgeschnitten. Der hat sich was abgeschnitten, genau. Ist ja nicht so schlimm, geht ja auch ohne, ne? Naja, wenn es sein muss, geht das auch ohne. Ist auch nicht weiter wild. Ja. Du sag mal, und wenn du dich für was entscheiden müsstest, du müsstest einen Arm abgeben oder ein Bein, was würdest du ihr abgeben? Arm. Scheiße. Eher Arm. Oder ein Bein, ich würde auch ein Bein abgeben. Du würdest ein Bein abgeben? Ja, würde ich auch machen. Gute Sache. Wie würdest du das abschneiden? Ich selber? Mhm. Müsste ich das, also ist das jetzt in deinem Spiel, müsste ich das Bein selber abschneiden? Ich könnte dir auch dabei helfen. Bist du kunstinteressiert? Herr Maivis, wann hat das angefangen? Nein, es ist, ich habe eine sehr schöne Wand. Ja. Da fehlt eine Sache. Ja? Und wie, Moment, du willst? Könntest mir dabei helfen, indem du James Franco nachmachst. Du willst, dass ich mir ein Bein, also noch mal ganz kurz, du willst, dass ich mir ein Bein absäge, damit du das an deine Wand hängen kannst? Das ist eine gute Idee. Möchtest du? Ach, weißt du was? Ja, komm, finde ich falsch. Sehr gut. What? Ja, man muss mittlerweile, weißt du, das ist das Ding, dass man, das tut mir auch leid, dass wir dich in solche Situationen bringen. Man muss mittlerweile alles machen, um die Aufmerksamkeit zu bilden. Wir leben im Jahr 2022. Man muss ja bald schon selber eine Grenze ziehen, damit man eine überschreiten kann. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, absolut. Lieber Florian David Fitz. Ich freue mich erstmal sehr, dass du hier warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Wirklich, was ein fantastischer Gast. Und ich würde euch wirklich empfehlen, am 22. Dezember kurz vor Weihnachten zu sagen, also wir sitzen jetzt eh ganz viel mit der Familie zusammen, da kann man auch noch mal rausgehen eigentlich vorher. Ne? Das tut wahrscheinlich der Seele gut. Und geht doch mal ins Kino. Man sollte sowieso wieder mehr ins Kino gehen, weil wir das vergessen haben, dass das wieder geht, weil die ganze Zeit Corona war, alles zu war. Das ist alles wieder auf. Geht ins Kino, macht das und haltet die Kinos am Leben und macht das mit tollen Filmen. Zum Beispiel mit dem von Florian David Fitz. Oscars Kleid heißt der, ist eine dringende Empfehlung. Und vielen herzlichen Dank. Florian David Fitz. Applaus